consternation within South Vietnam, particularly in the populated areas. In my opinion, this is diversionary to his main effort. Let the word go forth from this time and place to friend and foe alike that the torch has been passed to a new generation of Americans born in this century, tempered by war. This evening, I came here to speak to you about Vietnam, of a powerful aggression that is spurred by an appetite for conquest. It is the arena where communist expansionism... The war had been going on for 4 years. 31,000 Americans had been killed in action. Has been our capacity to do what has to be done when we knew our course was right. So, heute basteln wir mal einen Original Vietnam GI-Helm. Das war hier der Helmbezug. Der wurde zwar das ist der Vorgänger vom Woodland Camo, Erdl Camo, der wurde in Vietnam Anfang der 70er Jahre, ich glaube 72 oder so, wurde der eingeführt. Also die Marines auf dem Dach der Botschaft hatten den normalen noch. Ich habe jetzt eine Replika in China gekauft, weil die originalen Bezüge aus dem Vietnamkrieg, die Mitchell-Bezüge, die sind richtig teuer geworden. Kommt sicher aus der Wuhan-Provinz. Diesmal mal kein Corona. Also für Originalbezüge, da ist sogar noch ein Helmgummi drin. Ja, diese Helmgummi, die gab's, das ist zum Beispiel ein Patzer bei Platoon, die sieht man bei Platoon, die gab's offiziell erst, ich glaube in den 80er Jahren oder so. Ja, die, also in Vietnam waren die nicht üblich. Ich nehme jetzt hier so einen Fahrradschlauch für den Helmgummi, original waren das LKW-Reifen. Da haben sie LKW-Reifen, alte LKW-Reifen zerschnitten und haben sich dann die Dinger gebastelt. Gucken, ob der passt. Ja, doch, der ist gut. Der hat ja zwei Seiten. Einmal hier die Herbstversion, aber in Vietnam wurde ja immer so die grüne Seite nach oben getragen, was ja auch Sinn macht. Ja, das sieht natürlich brandneu aus. Im Original war der natürlich total versifft. Und mal ein paar Geländeübungen machen mit dem Ding. Ja, die US-Truppen in Vietnam, die waren eigentlich unglaublich sarkastisch, so sarkastisch, wie man im Krieg eigentlich nur sein kann. Und dementsprechend waren auch die Sprüche auf den Helmen. Und ganz wichtig in unserer Zeit heute, ja, das Klopapier. So eine ganze Kiste Klopapier aus dem Vietnamkrieg. Ich hoffe, bei mir bricht heute Nacht keiner ein oder so. Man weiß ja nie. Das sind noch Original-Zigaretten aus den C-Rationen. Die waren noch bis 1973 in den Zubehörpäckchen von den Militärrationen. So eine Art Kalender. Ja, Lageanzeige.